Hallo und herzlich willkommen zurück zur Forza Horizon Multiplayer Special Series. Es ist wieder Winter in Forza Horizon 4 und das heißt, wir spielen auf Fortune Island Cops vs. Racer in der Offroad Edition. Mit dabei haben wir heute Andi, Blute Kaskade, Lukas370Z, Beta Effekt. Ein Name, dessen ich nicht aussprechen kann, zumindest mal gestern konnte ich es nicht. Ich versuch's nochmal. Nur 24. Ich kann es nicht, tut mir leid. Stepwise Basil, Bad Boy, Aaron, Dufter, Knutmut und Okarte. Sorry für den Gag, aber grüßt euch. Hallo. 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 Moin. Hallöchen. Natürlich der allseits bekannte nur 24-Stunden-Racer. Ja, ich kann's. Ich hab's trainiert von gestern auf heute. Ich bin wieder on fleek oder wie man das so nennt. Wie auch immer, wir gehen ganz kurz die Racer-Karren der ersten Runde durch. Wir haben einmal den Aston Martin DBS in der James Bond Edition. Also das sind auf jeden Fall Waffen am Start. Ich weiß nicht, ob das so legal ist, aber wir haben es auch im Regelwerk nicht verboten, deswegen ist es auch okay. So, dann haben wir einmal wieder diese wunderschön designte, nicht Chevelle Impala, Entschuldigung. Ich will immer Chevelle sagen. Warum? Die Chevrolet nicht Chevelle Impala. Was, nochmal? Die Chevrolet nicht Chevelle Impala. Wir alle kennen sie. Ja, genau. Chevrolet, nicht Chevelle Impala. Ja, das so heißt doch das Fahrzeug, oder? Supersport noch. Genau. Ja, wusste ich doch. Dann, ihr habt keinen Knick in der Optik, der hat tatsächlich so große Felgen, der Sport Quattro. Und zum Schluss haben wir dann noch einen, ja, Opel Corsa OPC im Red Bull Ring Design. Sieht so ein bisschen vom Design auch aus wie so ein Citroën. Die haben doch als so eine Farbgebung gehabt. Ja, voll verwirrend einfach alles heute. Ist auch egal, es ist auf Fortune Island, da ist sowieso alles Wetterchaos drunter. Guck mal, ich bin gerade raus aus dem Fotomenü, auf einmal Sonnenschein. Gerade eben war noch dunkles Wetter und Blitz. Wann ist das passiert? Genau das meine ich. Das ist ja Wahnsinn. Gut, ich würde aber sagen, wir starten jetzt mit der ersten Runde und ja, gucken mal, wie es läuft. So, da sind sie unterwegs. In den Sonnenschein hinein. Boah, das blendet. Das tut weh. Also die haben auf jeden Fall jetzt erstmal, sind sie erstmal blind. Da müssen wir uns beeilen gleich und den Vorteil ausnutzen. Aber ich laber schon wieder viel zu viel drumherum. Ich gebe mal das Wort an den Präsidenten. Ja, also die Banker Jens eben ins Offroad-Gebiet. Dann der Evo rechts vorne darf in den Norden. Der Evo links vorne darf hier im Startgebiet bleiben. Die beiden Evos in der Mitte dürfen so Festival, Hauptkreuzung und da dann auch in Ost rüber, so eher so den mittleren Bereich abdecken und die letzten beiden Evos den Süden, bitte. Kannst du nochmal sagen, was der Evo ganz vorne links machen muss? Stadtgebiet. Okay. Also hier so die Gegend. Ich hab gerade die Aufnahme gecheckt und war gerade mit Gedanken woanders. So, also denk dran, Forzaton Live ist in 2,5 Minuten. Ich hoffe, wir holen alle viele Punkte fürs Team. Und es geht los in 1, go! So, ich klatsche euch alle ab. Ich bin ja eh hier schon richtig. Oh, da wollen wir hier nicht fahren. So sieht es also immer hinter mir aus. Jetzt wird mir einiges klar, meine Lieben. Mittlerweile haben bei mir alle ein Design. Das ist ja verrückt. Nur lang genug stehen. Also kurz Fun Fact für die Zuschauer, wir sind hier wirklich ohne Witz eine Stunde gestanden, weil immer zwei Leute im Wechsel, ja, ich nenne jetzt keine Namen, sie sind aber beide jetzt hier in unserer Kopftruppe, gemeint haben, ihr Mensch, Pluto. Schmieren. Sorry. Mensch, Andi! Hey, von mir war es gewollt, ja? Ja, okay. Wer hat den Black auf dem Kennzeichen stehen? Ich. Ja. Ich bin gerade Rehstraße runter. Ich fahre mal Richtung Festival. Bleibst du Hauptverbindung? Hauptkreuzung? Kann ich machen. Ja, ganz kurz: Im Racer-Team ist Beta nur 24 Stunden Racer Aaron und Oak Card. Dementsprechend der Rest ist jetzt erstmal Cop. Warum fährt am Anfang niemand den Schnecken weg? Ich verstehe das gar nicht. Wir sind alle nicht entgegenkommt. Ja, gleich nächste Runde. Ah, ne, halt. Ja, das kann ich nächste Runde machen, werde ich auch. Nee, ich finde dich da oben nicht. Ja, okay. Das ist ein Deal. Okay. Ich sag nee, lieber nichts. Ich fahr ein schwieriges Fahrzeug nicht so. Vielleicht lieber nicht. Nee, alles gut. Ich sag auch nichts, wenn du da oben bist. Okay. Dann schickst du halt jemand anderen mit hoch. Das ist dann nö, auch nicht gut. Okay, mal gucken. Ich überleg's mir. Ich werf eine Münze. Okay. Du kannst jetzt Kopf oder Zahl sagen. Zahl. Okay. Kriegen wir dafür einen Videobeweis? Ja, das Problem ist, ich habe eh keine Münze hier, also ich kann das sowieso. Ich kann auch einen Schein hier, ich könnte einen Schein in die Höhe schmeißen. Mal gucken, was da passiert. Oh, ja.
Da kommt auf jeden Fall Zahl raus. Ja. Ein Racer von dem oben auf dem nördlichen Bergumfahrung, aber ich habe die Klippe genommen. Du hast die Klippe. Ja, okay, ich fahr mal hin. Ja, in welche Richtung? Also Westen dann am Drifting raus oder im Norden? Von Richtung Osten. Also Aston bei dem Drifting Martin raus. Ist in dem Offroad-Bereich mit dem legendären Sprung, kommt jetzt gleich auf der südlichsten Straße raus. Ja, hab ich gesehen. Ja, dann erstmal auf dem, wir da dran sind. Müsste da Richtung, ja, weiter Richtung Süden gefahren sein, oder? Ich sehe nicht. Ja, doch, ich glaube, er ist noch Richtung Süden. Jetzt bei Höhe Leuchtturm vorbei. Also nach Süden fahre ich immer gerne, da hat man nämlich das Gefühl, man fährt bergab. Aber kein Sichtkontakt mehr aktuell. Wollen wir uns fokussieren, oder? Ja, wenn wir jetzt uns an dem ersten dran sind, gehen wir auf den. Ja, aber anscheinend haben wir den gerade verloren, ja. Aber ihr könnt ja mal versuchen. Ich versuche mal an die Hauptkreuzung zu fahren, vielleicht fährt er da ja vorbei irgendwie so. Ja, ich komme Mainland jetzt gleich. Wir haben Vorsicht schon abgeschlossen. Ja, jetzt Martin ist scheinbar auf dem Gebiet abgebogen. Ja, der Aston ist auf jeden Fall nicht Süden nach Mainland durchgezogen. Da kommt er, der Aston ist bei der Hauptkreuzung. Ich bin frontal auf ihn drauf. Ursi, oh, Netzwerker sieht mich nicht. Er hat mich komplett weggeräumt. Er hat keinen Schaden von mir. Was ist die Hauptkreuzung? Ja, da wo die Telefonzelle ist. Er fährt nach Norden hoch zu unserem Spawn. Also ich versuche mal dran zu bleiben. Ich habe jetzt 50% Schaden. Also der hat mich halt leider nicht gesehen. Netzwerk hat er mich einfach durch die Welt geschoben. Leider. Ist jetzt durch den Knick beim Sprung. Ist jetzt gleich quasi auf der Straße, wo wir losgefahren sind, fährt auch weiter Richtung Norden. Jetzt biegt er ab und biegt dann quasi Richtung Dorf Festival ab, quasi von da aus, von unserem Spawn aus. Naja, ist natürlich schwierig dran zu bleiben. Oder vielleicht hat er Schaden bekommen, aber hat einfach so viel Power, dass er... Also er ist weiter da unterwegs Richtung quasi Südost, wenn man so möchte. Er räumt auf jeden Fall den ganzen Verkehr weg. Also ich glaube, der hat wirklich keine Verbindung so richtig. Ist jetzt gleich an der Kreuzung, die da ist, also diese Hauptkreuzung, genau, ein Kopf ist auch schon dran, fährt jetzt weiter Richtung Dörfchen, Stadtchen, was auch immer. Langsam wird es schwierig dran zu bleiben. Ja, ich bin jetzt dran. Ist jetzt im Dorf. Okay, dann repariere ich mich. Und fährt erstmal geradeaus runter und biegt dann links ab, also fährt Richtung Osten. Ritzerzone jetzt so gesehen raus. Jetzt an dem Aussichtspunkt, jetzt dann gleich Höhe Sprung. Ja. Hat der falsche. Das gibt's jetzt nicht, oder? Ist jetzt gleich. Fährt jetzt Osten raus. Ja. Spiel! Oh nö. Fährt gerade weiter, also weiter Richtung Leuchtturm, westliche Straße nach Süden runter. Leuchtturm-Einfahrt jetzt gleich vorbei. Jetzt, um genau zu sein, fährt weiter. Also jetzt südliche Straße nach Osten. Aber noch ein gutes Stück vor Mainland, gleich erst vor der Straßenkreuzung. Fährt da jetzt dran vorbei. Jetzt also gleich Höhe Mainland. Jetzt erreicht. Also jetzt gleich östliche Straße nach Norden dementsprechend. Sorry. Nicht in der Kurve. Ja, ich hänge, glaube ich, im Ladescreen fest. Er fährt an die Richtung Hanard. Ja, ist jetzt gerade Offroad. Er fährt weiter Richtung Haarnadel. Ja. Ja, weil ich auch so umgesehen. Ja, das war's halt. Wie ist er denn gewendet? Ja, der ist halt einfach mal mit Schwung links rum und halb Offroad gefahren. Ah, okay. Fährt jetzt in das Offroad-Gebiet rein, im Süden. Haben wir zwei Verfolgungen am Laufen? Also Richtung legendärer Sprung. Ja, hä? Also jetzt erstmal der Aston, also jetzt nicht irgendwie die Hälfte auf irgendwas anderes gehen. Ja gut, ich bin gerade bei zwei Leuten ausgekommen, die ein Audi verfolgen, der ist aber irgendwie dran gehängt. Ja, dann... Einer am Audi dranbleiben, der Rest einfach zu uns. Ja.
Ja, natürlich überschlägt es mich. Fährt Richtung westliche Straße. Kritisch reparieren. 50 Prozent Motor. Westliche Straße Richtung Süden wieder. Was auch sonst. Höhe Leuchtturm jetzt vorbei, weiter, also jetzt südliche Straße nach Osten. Ich hab zu viel Schaden, um mich hinterher zu kommen. Auch 22%, aber kommt ja auch sonst keiner gerade irgendwie. Ja. Höhe Mainland jetzt. Also ich mache jetzt den Audi, ich hänge da als nächstes dran. Also die anderen dann bitte zum Essen. Ja, wollte gerade sagen, also einer bleibt dran, der Rest kommt jetzt her. Ich bin unterwegs zu euch. Mhm. Wo ist der Weg gerade? Gleich über Ruhr, ganz im Osten. Wer ist denn hier noch bei mir? Hau ab. Jetzt Höhe Burg, fährt weiter Richtung Norden. Der Blitz da durch, nicht C-Umrundung. Ist also gleich da in der Nähe Offroad-Gebiet. Pluto, wie viel Schaden hast du? 32 oder so. Fährt weiter Richtung Hauptkreuz. Dann reparier du dich, ich bleib dran. Ich hab weniger Motorschaden. Ja, jetzt gleich also Hauptkreuzung. Hauptkreuzung von Süden kommend. Natürlich ist da ein Fox im Apex. Fährt weiter Richtung Westen, also Nordwesten, so in die Richtung. Nicht Startpunkt, sondern Richtung westliche Straße. Jetzt lass doch den Audi da. Einer dran und der Rest nimmt jetzt mal mit. Ich bin doch gerade losgefahren. Sorry, so. dass der Audi mir frontal in die Fresse fährt. Sorry. Ich sehe den Audi jetzt nicht mehr. Ja, ich bleib dran am Audi, aber ich habe jetzt genug Schaden, glaube ich. Die S-Straße hoch Richtung Startpunkt. Durch den Blitzer jetzt durch. Am Wegbereiter jetzt vorbei. Jetzt gleich also die Startkreuzung. Und zwar jetzt und er fährt Richtung Süden, also Richtung Sprung. Fährt weiter Richtung Sprung, nimmt den Sprung nicht. In der Kurve immer noch drinnen, jetzt also gleich unten am Sprung. Gleich Hauptkreuzung. Komm nicht aus Osten. Jetzt Hauptkreuzung. Fährt den Rehweg auch runter. Dann repariere ich mich jetzt. Bruder, wenn du dran bist. Ja, ich bin im Ladescreen festgehangen. 5 Minuten. Deswegen habe ich jetzt gerade erst neu gestartet. Und bin dann gerade losgefahren. Bin halt direkt, oder besser gesagt, der Audi ist direkt in mich rein. Fährt den Rehweg weiter nach unten. Okay. Oh. Danke, Cayenne. Ja, das fährt den Sprung. Also kommt die Ausfahrt raus und fährt Richtung Süden. Der hat aber kaum mehr Leistung. Und vielleicht hat mein Schlag vorher doch getroffen, aber dann hat er meinen Schnellport zerstört. Es ist echt schwierig, den Audi zu verfolgen, weil er ständig von der Straße wegfährt. Du weißt nicht, was er macht. Und dann ist er danach 200 Meter weiter, weil er das zu seinem Vorteil nutzt. Ist gerade nicht so einfach, da dran zu bleiben. Dann fahr Offroad hinterher. Ja, das ist. Jetzt sich da irgendwo. Ja. Ja, ich wollte mich vor ihn setzen. Sorry. Klingt einfacher, als es ist. Okay. Fährst du nicht freiwillig fast eine Klippe runter? Ja, klar. Ja, vor ihn setzen und ausbremsen, oder? Ja, das ist die beste Methode in FH4, wenn es geht. Beide Cayennes davor. Jetzt! Ja. Ja, ich glaube, das jetzt zurücklassen.
Hat es jetzt Höhe Burg Richtung Norden? Ich hatte eher so eine Sinn, dass er mich wegschiebt. Ach, sorry. Gibt auch Sinn. Ja, das war bei mir vor Aue. Er hat mich komplett aus dem Leben geholt. Deswegen sah es so aus, wie es ein Synchro-Bug war. Weiterfahren lassen, rechts in die Steine rein. Ja. Jetzt links daneben dran sitzen, rechts in die Steine rein. Kein Angriff vorher. Nicht hinten. Wir haben jetzt von hinten angegriffen. Ja, wow, ey. Ja, weil er das. Oh, Leute. Das ist jetzt gerade Seeumrundung. Wenn ich sage Angriffe von links nach rechts, dann heißt das nicht Angriff von hinten nach vorne. Wenn er so Offroad fährt, fähr ich halt auch Offroad. Also, das ist halt. Hab ich eben auch gemacht, da war der auch schon so unterwegs. Von hinten. Ja, der fährt halt mehr neben der Straße als auf der Straße. Das ist krass. Da vorne in die Säulen rein. Nicht mich gegen die Brücke! Okay. Ey. Können wir weiter Ansagen machen? Ich habe mich repariert. Süden, weit im Westen, natürlich. Ja, ich muss. Also jetzt gleich südliche Straße wieder. Aus welchem Dirtweg kommen die raus? Wir sind jetzt gleich südliche Straße. Okay. Und fahren auch wieder Richtung Mainland. Alter, geht er mir auf die Eier. Die ganze Zeit hier unten umfahren. Jetzt links gegen's Haus. Ja, wo will er denn hin? Ja. So machen wir es jetzt. Okay, interessant. Warum fahrt ihr jetzt hier hoch, Evos? Wo ist der Sinn dahinter? Ist er noch im Süden? Ja, ja. Aua. Ja, ich wollte eigentlich an dir vorbei, aber du bist doch weggekommen. Nein, das gibt's jetzt nicht. Jetzt habe ich diesen Scheiß-Bug. Er ist raus. Okay, Hauptspawn von uns. Ja, okay, ich verliere ihn jetzt. Ach Gott, ist das nervig. Bei uns Hauptspawn war der Audi, jetzt habe ich ihn verloren. Es ist einfach so ein Witz, dieses Spiel manchmal. Och Mann. Wieso komme ich jetzt hier in den Schaden nicht rein? Jetzt. Ja, ich habe Audi verloren, keine Ahnung. Ich habe ihn in die Driftzone gedrückt gehabt. Natürlich alleine ist es ein bisschen blöd, aber ich bin natürlich an der Leitplanke hängen geblieben und er konnte sie easy durchbrechen. Ja. Und deswegen kam ich dann nicht mehr weg. So, hier darf man eigentlich ganz lang. Ups. Ich muss mal Ding hier einstellen. Ich weiß gar nicht, warum Ding hier an ist. Entschuldigung. Wo von euch ist die Hauptkreuzung? Ich bin gleich bei der Hauptkreuzung. Ja, jetzt tue ich gerade. Weil dann ist sonst vielleicht einer von uns. Ich kann es ja nicht sicher sagen. Du bist Cayenne. Einmal. Ja, ich fliege natürlich im Wald. Oh. Ja, ich war hinter dir. Ich hab's gesehen. Ja, da vorne fährt irgendwas. Ja, der Audi ist super langsam, also, aber... Ja, da fährt was. Das ist der Opel und zwar die östlichste Straße Richtung Burg. Ist jetzt auch gleich Höhe Burg. Jetzt an der Ausfahrt Seeumrundung vorbei. Das sind zwei, oder? Ja, und da ist auch der Audi, also sind beide und die rammen sich gegenseitig weg. Ich bleib mal am Audi dran, er fährt durch. Der Audi hat mehr Schaden auf jeden Fall, ja. Audi steht bei der Burg. Fährt gerade wieder zurück, fährt aber Burg steht weiter Einfahrt Burg von der östlichen Straße aus. Ja, wenn er steht, dann noch 5 Sekunden oben. Ja, fährt jetzt aber weiter Richtung Mainland. Ich komme. Also in einer unten, jetzt gerade im Süden, Richtung Mainland fährt, da kommt auch der Opel. Da könnte man so reinhalten. Reinhalten geht immer, aber... Audi jetzt in der Kurve Richtung Mainland. Also jetzt ziemlich genau im Süden in der Kurve. Bin gleich dran. Und noch eine Rechnung jetzt offen. Jetzt für Mainland. Fährt weiter die Südlichste. Bleib links, Dibu. Danke.
kommt jetzt gleich in Richtung Leuchtturmeinfahrt. Er ist relativ langsam, also. Ja, ich versuche mal an euch vorbeizufahren und mich davor zu setzen, weil ich habe gerade echt viel Schwung. Natürlich kommt jetzt aber genau in dem Moment der Passant. Ach, ich liebe, Timing ist heute echt geil. Erst spielt das Spiel ab, dann das. Schaffst du es da rein? Sehr Treffer. Gut. Langsam, langsam, langsam machen. Ja, hupt, oder? Oder hupen wir? Okay. Ja, eigentlich haben wir Chatfloskel mittlerweile, aber okay. Ich port mich mal neu, weil das hat ein bisschen weh genommen. Also, nee, Burg war jetzt gerade auf der Opel unterwegs, aber ich habe jetzt leider. Ja, also, ihr Kajens könnt es halt schon. Ich habe den Opel. Impala vom Festival kommend nach Süden runter, die westliche Straße. Also, so mal im Opel dran zu bleiben. Ja, der ist direkt. Ja, haben Kontrolle erwischt. Nee, es war ein Netzwerk, der ist weitergefahren. Wo ist er? An die gleiche Leuchtturm. Das hat auch schon sehr viel Schaden, ich fährt jetzt mit dem Opel südliche nach Osten. Opel einfach dranbleiben. Ja, ich wollte nur sagen, falls uns jemand entgegenkommt. Ja. In die gleiche Richtung. Gleich Höhe Mainland. Wenn euch beeilt, holt er uns noch ein. Höhe Mainland jetzt, das jetzt gleich südliche Straße. Östliche Straße jetzt nach Norden hoch. Fährt nicht Richtung Haarnadel, also weiter, jetzt gleich Burg die nächste Höhe. Hat nur so bedingt Sichtkontakt. Burg ist aber vorbeigefahren, fährt weiter nach Norden hoch. Fährt ins Offroad-Gebiet rein. Fährt gerade weiter, also Richtung die Straße, die ins Offroad-Gebiet reingeht. Da Straße eingezeichnet ist und fährt Richtung Spawn, sorry. Richtung unser Spawn. Vor einer Treffer. Fährt von da aus nach Norden. Ja, Norden Driftzone. Richtung Driftclub. Mal hinten dran, wenn es geht. Der ist verdammt schnell. Danke, okay, gut. Ja, wir haben den Opel. Sehr gut. Wir können noch porten, ne? Ja, 20 Sekunden haben wir noch. 20 Sekunden sind es noch. Aus der Driftzone jetzt gleich raus. Jetzt und fährt ins Offroad-Gebiet rein, der erste Weg. Also in die Blitzerzone. Nördliches Offroad-Gebiet, die Blitzerzone. Ein bisschen jetzt Overtime. Nicht mehr porten, bitte. Nicht mehr reparieren. Aus der Blitzerzone jetzt raus, fährt wieder den Weg Richtung unser Spawn zurück. Und fährt tatsächlich Richtung unser Spawn, ja. Okay, ich versuche entgegenzukommen. Gleich an der Kreuzung, jetzt an der Kreuzung, fährt Richtung Sprung. Mhm. Komm entgegen. Nehmt den Sprung. Ja. Das tut ihm mehr weh als mir. Ja. Ich bin unten an der Kreuzung. Ja, an der Kreuzung ist er jetzt gleich um die Kurve rum. Ich treffe ihn leider nicht. Per Drehweg rein. Bleib links. Drehweg also drinnen, jetzt gleich in der zweiten Haarnadel, jetzt um genau zu sein. Ich versuche einfach noch ein bisschen zu bremsen. Nein. Das ist gut. Nimmt den Sprung Richtung Festival. Und biegt direkt rechts ab. Offroad. Kommt aber wieder zurück. Mist, hätten wir ins Haus hauen können. Ja, aber. Wo wir da jetzt hin? Hä? Ja, aber. Ja, das darf er halt eigentlich nicht. Oh, Leute, das heißt zwar Offroad Edition, aber wir fahren trotzdem auf Straßen, ja. Er fährt jetzt den Offroad-Weg aus der Stadt raus. Komm, Andi, fahr vorbei, wenn es geht. Bin nicht ich. Achso, dann. Also wahrscheinlich. Na? Du warst ein Sack. Dann fahr doch nicht aber zurück. Naja, jetzt bricht der Pferd drumrum.
Ja, ist okay, ist gut gespielt. Fährt auf jeden Fall weiter Richtung zu unserem Spawn. Und der Mini, ey. Hat er gefühlt überhaupt Schaden bekommen? Der ist so super schnell noch, ey. Bisschen schon, ja. Also ich hab null Motor und komm kaum hinterher. Er fährt hier mehr neben der Strecke, okay. Ach komm. Wow! Oh Gott. Diese fliegenden Cayennes immer, ey. Das waren 20% Motorschaden bei mir, natürlich. Komm jetzt. Ach. Da irgendwo beim See, ja, hinterm Haus. Ja, weiter. Guter Sprung. Na, ja, wir den wieder nehmen, 100 pro. Ja, komm dann halt hinterher. Scheiße. Ich muss gleich mal... Er ist links abgebogen, Hauptstraße. Fährt Öst, also fährt Hauptstraße Richtung Osten. Oh Gott, sorry. Er ist unüberschnell, leck mich fett. Ja, das ist, der ist schon noch. Also. Ah, der hat einen Frontaltreffer kassiert. Der fährt links in. Ne, er fährt in See, Wasserlochsprung. Schade. Der Baum tat weh. 1,5 Minuten noch, also wir müssen jetzt. Ich würde gerne halt vor ihn fahren, um ihn auszubremsen, aber das geht nicht, ja, so schnell. Er ist da im Eingang links. Richtung Schneckenberg ist er unterwegs. Und er fährt Schneckenberg auch hoch. Ist jetzt in der Driftzone im Schneckenberg. Hoch, 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 hoch. Komm halt kaum hinterher, obwohl ich eigentlich keinen Motorschaden habe. Immer noch hoch unterwegs. Ist jetzt gleich ganz oben. Ich warte mal vorsichtshalber da beim Ausgang vom Sprung. Ja, ich versuche ihn halt irgendwo dagegen zu scheuern, wenn es geht. Ich wollte warten unten am Sprung. Ja, ich habe ihn runtergeschmissen. Er ist eine Etage tiefer jetzt. Aber immer noch Schneckenberg. Fährt wieder hoch. Danke, Evo. Ja, fährt hoch, oder? Ja, ja, ist immer noch unterwegs. Ja, jetzt vielleicht hier dagegen, gegen die Felsdings. Nicht zu weit, sonst... Ne, ja, egal. Ja, 21, 22, 23, 24, 25, ist. Sind 5 Sekunden. Sehr schön. Ich hol den aber jetzt nicht da raus und nehme ihn fest, ja? Da kann er selber rausklettern. Ich habe jetzt unten gewartet, weil ich mir dachte, er wird den Sprung nehmen. Ja, das war, glaube ich, auch sein Ziel, aber das ich habe ihn vorher quasi runtergeschmissen, bevor er das machen konnte. Ja, nur damit sich jetzt bei mir nicht gewundert hat, warum ich mich nur da unten hinstelle. Ne, ich muss noch mal kurz zusammenfassen. Erst will ich mich porten, dann bin ich irgendwie 5 Minuten im Ladescreen, dann starte ich das Spiel neu, komm zurück, fall los, kommt einfach aus einer Seitengasse, wo man, glaube ich, gar nicht langfahren darf, ein Audi rausgeschossen, kriegt eine Anschnauze vom Präsidenten, da gibt es erstmal einen Beschwerdebrief nachher noch. Nee, ist okay, alles gut. Und dann, also in der Runde muss man sagen, es ist Fluch und Segen zugleich gewesen. Frontaltreffer mit einem Objekt, was entgegenkommt, die ganze Zeit. Sowohl Passanten, sehr ärgerlich, aber auch bei Racer, weil den Corsa habe ich, glaube ich, einfach komplett ausgenockt, gerade vorhin, den einfach aus Versehen. Ja, so, also das war so ein Lucky Hit auf jeden Fall, wie gesagt. Also es ist der Lucky Hit. So. Ja, wir haben auf jeden Fall alle bekommen. Hätte ich nicht gedacht, weil das mit dem Aston Martin ging ja voll lang irgendwie, aber... Nice gespielt, Team, auch wenn ich die Hälfte der Zeit nicht da war, aber gut gemacht. Gut, dann gibt es jetzt einen Seitenwechsel, beziehungsweise Spat Boys, Stepwise, Basil, Dufter und meine Eins werden zu den Racern wechseln, ja, und die gerade Racer waren, kommen rüber zu den Cops und dann gucken wir mal, wie wir uns anstellen. So, die Seiten sind getauscht und ich hoffe mal, ich kann eine ganze Runde mitspielen. Wobei, als Racer könnte das schneller mal vorbei sein, als man denkt. Naja, egal. Wir gehen ganz kurz mal die Fahrzeuge durch. Einmal haben wir hier den Ford Focus RS MK2. Dann haben wir den Charger Hellcat, beziehungsweise Snowcat haben wir schon den Spaß draus gemacht. Dann ein Aerial Nomad. Wer macht denn sowas Verrücktes? Also, das nicht schief geht, ich weiß ja nicht. Und dann haben wir noch einen Mini Cooper, der... auf jeden Fall sich breit macht. Ja? Hoffen wir mal, dass er auch die Cops vielleicht ein bisschen daran hindert, vorbeizufahren. Ja?
bisschen mehr Bodenfreiheit hätte er wahrscheinlich gut getan bei dem Format. Ja, also, mal gucken, ob das so funktioniert. Naja, wie schon gesagt, oder vorher schon angedeutet, im Team, nee, habe ich gar nicht angedeutet. Stimmt, jetzt aber. Im Team hier ist Stepwise, Basil, Spadboy und Dufter und meine Eins. Und ja, ich würde sagen, wenn die ready sind, die Cops, sieht's so aus, dann würde ich Startsignal geben, wenn da vorne der Fokus auch ready ist. Bin soweit. Jawohl, dann geht's los in 3, 2, 1, go! Also die Höhe, die ich zugelegt habe, hat der Mini abgenommen. Ich glaube, ich mache mir natürlich keinen Gefallen mit dem Buggy, aber... Hey. Würdest du lieber also, den Mini haben? So wie der aussieht, eher nicht, ne. Also wie gesagt, die Bodenfreiheit macht mir ein bisschen Sorge, wenn du mal auf Schotterwege oder so fahren musst. Och, das geht alles. Okay. Schneeschieber for life. Genau, ja, in das der ist es. Letzten Special Series Ausgabe, wo wir Offroad gespielt haben, hat, glaube ich, Andy einen Buggy gefahren, einen Exoseat, und der war nach wenigen Minuten raus. Deswegen, meine Challenge ist es auf jeden Fall, doch schon ein bisschen länger durchzuhalten. Mach auf jeden Fall nicht die Shisha-Bar und spring von der Klippe. Also die Cops sind auf jeden Fall unterwegs, schon mal als Info. Ja, verdammt, ich habe mir die Folge damals gar nicht angesehen, wo du von der Klippe gefallen bist. Oh. Und ich habe den ersten Evo hinter mir und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, bist du auf einer Insel? Ah ja. Ich fahre mal in Richtung Berge. Liegt Schnee bei dir? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Könnte auch weißer Sand sein, ne? Ich glaube, ich bin gerade irgendwo, wo ich nicht sein sollte. Ich fahre einfach den Cayenne in Acht. Ja, nee, hier ist irgendwie viel Wasser und eine Kirche und es leckt. Und ich glaube, ich sollte nicht sein. Na, dann denke ich, bist du in Edinburgh. Ja, also, wenn viel Wasser ist, bist du da bei der Burg. Sag mal, ist das hier der Schrottplatz? Kann das sein? Hast du Auto gleich schon abgestellt? Ich kann mich hier auf jeden Fall gut durch die Häuser schlängeln mit dem Mini. Ich weiß doch nicht, wie legal das ist. Ich war gerade Klippenstraße. Mit einem Auto mit 2,2 Tonnen. 2,1 noch. Aber. Du hast dein Ziel erreicht. Au. Oh, ganz vergessen, Cayenne. Dass wir ja Linksverkehr haben. Das fällt mir früh auf, so in der zweiten Runde. Deswegen wahrscheinlich auch die vielen Kollisionen mit dem Passanten. Verkehr. Ja. Aber hey, ich habe genauso oft gefühlt die Racer erwischt. Also von dem her, Pech und Glück lagen nah beieinander. Uiuiui. Vielleicht war es doch nicht so schlau, die Zusatzscheinwerfer zu montieren. Das ist ja voll die Signalleuchte, die ich da vorausschicke. Muss ja auch ein bisschen schwieriger werden, oder? Ja, eben, im Buggy ist ja schon viel zu einfach, ne? Ja, wobei den Aerial Nomad finde ich ja von denen noch so prinzipiell noch mit am coolsten, weil er von sich aus sehr flach gebaut ist. Weil das Hauptproblem bei den Buggys hier im Spiel ist halt, dass die alle ultra viel Federweg haben. Und dadurch so bouncy eklig werden. Oh, ich habe einen Kopf an der Backe. Oh. Wurde die auch noch verfolgt, oder? Ja, in Richtung. Ja. Also ich fahre jetzt irgendwo in Richtung Klippen, also Berg. Oh, okay. Das ist, also haltet euch da am besten fern, weil da ist alles. Ey, ich bin gerade Klippenstraße. Dreh um. Also ich bin da im Offroad-Gebiet gleich. Ah, ich sehe euch. Ja, fahr! Ich fahre gerade in Richtung Süden. Ich gebe schon Gas. Hui. Wobei der Mini echt gut ab.
blöd ist. Ich wirbel so viel Schnee auf, dass ich, wenn ich nach hinten gucke, nicht mehr sehe, ob der noch dran ist oder nicht. Ja, ist noch dran, okay. Ich will gar nicht wissen, wie viele Cayenne. Also sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du keine mehr dran hast. Weil ich glaube, sonst gehen die nämlich auf mich. Gar keinen Bock zu. Also ich bin mitten in die Verfolgung reingeraten und links verfolgt mich keiner. Ja, sei doch froh. Ja. Sei ja nix, begeistert. So, das war's. Das bedeutet, du bist raus. Das heißt, die verfolgen jetzt mich. Gleiche Hilfe. Ja. Wo bist du? Ich bin jetzt bei der beim Driftclub und fahre gleich in die Driftzone da rein. Schrottplatz war bei Ruinen, oder? Da, wo wir starten, genau. Ja, wunderbar. Ich hoffe, der ist nicht mehr dran. Ich glaube, ich war ein bisschen schneller als er, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube, ich habe ihn abgehangen. Sehr gut. Aber ich glaub's nur, ich weiß es nicht. Ah, die haben dich jetzt bei den Klippen quasi bekommen, schätze ich mal. Ja, aber ich konnte tatsächlich überraschend gut austeilen mit dem Mini. Also der hat auch. Ja. Also wenn du mit der Front durchrutscht und dann einlegst und plötzlich Grip hast, schlägt das Ding um sich, das ist brutal. Mal aufpassen, die werden zum Teil neu gespawnt sein. Ja, hast du welche dran an dir, oder? Ja. Ja, sag das doch! Ein Evo. Wo Evos. Kommunikation! Abräumen, ich bin jetzt gleich. Fehler fahre ich halt weiter. Ich fahre gerade Richtung Osten. Okay. War an der Hauptstraße. Ich glaube, Kreuzungsstraße, Drehstoß. Wer von euch hat die Hellcat? Ich. Oh, wunderbar, überlebt bitte, bis ich mit der Drohne da bin. Für die Fans, für die Zuschauer, für die Klicks. Oh, ich habe einen Cayenne an der Backe. Hilfe, mein Erzfeind. Nein, lass mich in Ruhe. Ein Kopf Richtung Mainland unterwegs. Ja, die verfolgen wahrscheinlich von, mich. Von Westen kommt. Okay, gut, danke. Muss ja Cayenne so schnell. Wo bist du denn mit so dem cool. Cayenne? Oh, da ist ein Fokus, Vorsicht, ich bin hinter dir. Gib Gas. Oh. Ich muss versuchen, meine Power auszuspielen gegen den Cayenne. Gas. Ich muss da auch hin. Nein! Ich hab gedacht, vielleicht können wir ihn austricksen und jetzt umkehren, weil er bestimmt abkürzen wird. Ja, können wir machen. Mal gucken, ich probiere das mal aus. Nein, okay, er ist auf den Trick nicht reingefahren. Ah, ne, das ist ein Evo noch. Aber beim Cayenne habe ich vielleicht... Der Evo dreht auch. Ja, jetzt, klar, der hat mich auch gesehen zu drehen, aber der Cayenne habe ich vielleicht dadurch abgehangen. Ja, der Evo hat mich aber nicht gesehen. Ja, zum Glück. Ah, der Cayenne ist wieder dran. Gib Gas! So langsam ist der Ariel gar nicht, aber er ist auf den Straßen echt eine rutschige Sache. Wo seid ihr gerade? Ganz unten im Süden, gleich Mainland. Ja, ich auch. Ich hab's gehört. Warum ist der so schnell? Bleib weg! Mensch, wir könnten ja uns als Racer alle treffen. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal passiert ist. Na, lass stecken. Das geht nicht ihm. Wir treffen uns, wenn das alles hier vorbei ist. Ups, oder? Hab ich ein bisschen abgekürzt, sorry. Ich hoffe, dass nicht gleich jemand entgegenkommt, weil ich glaube, auch Schläge von vorne könnten hier wehtun. Wo fährst du denn jetzt hin? Auf der Rehstraße habe einen. Also ich fahre jetzt gleich ins Wasserloch, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Bald, oh Gott, bald. Krieg die Kurve. Nein, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das
bremst übelst aus. Hui! Ey, ich krieg den Cayenne nicht abgehangen, der ist so schnell. Warum aber ist der so schnell? Wir haben den noch langsamer gemacht. Aber wenn der darf halt dafür abkürzen, aber da gab's nichts zum Abkürzen. Ich hab abgekürzt und hab geschummelt, muss man ja schon fast sagen, aber es war keine Absicht. Das wird aber der Richter mir trotzdem nicht glauben, deswegen will ich nicht festgenommen werden. Damit dieses Urteil nie ausgesprochen wird. Die haben immer noch dein Kennzeichen, ne? Du hast es abgenommen. Also ich habe jetzt beide Cayennes, ich bin jetzt ein... Beide Cayennes kann nicht sein, weil ich habe einen. Oder? Die Schummel! Nee. Oh, da sind auch noch mal ganz viele andere. Okay, kann sein, dass du doch den kurz hattest. Da sind ganz viele nämlich bei... Habt euch gerade Kraft verpasst. Ja. Ich muss gerade versuchen, den Cayenne zu verarschen, dass er mich da nicht in die Felswand drückt. Das hat nicht geklappt auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall... Guter Trick auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall im Süden, ne? Ich fahr jetzt in den Süden wieder, ja. Also ich weiß nicht, was wir vorhatten, aua. Ja, dann fahr ich mal ganz im Norden. Das fand ich ein geiler Trick jetzt von mir. So, dass er mich nicht in die Felswand drücken kann, habe ich einfach eine Pirouette gedreht. Fand ich ein geiler Move. Das Witzige ist, der Karriere weniger Schaden macht als dem. Das war knapp. Ein Ego von Süden nach Norden, auf Vorsicht. Ich bin gerade an den Klippen. Das ist hier, nimm's rein. Ich muss irgendwie rauffahren. Nein, da ist der. Dieser Scheiß! Wir spielen Open Rise 3. Weil dort auch immer die Heavies, die Oder wie auch immer, immer mehr entgegen. Ich hab irgendwie eine Schwäche gegen die. Aber ich krieg die auch nie los, ne? Ja, du hast sie erschaffen, ne? Ja, es ist halt der Grund, ja. Das ist so... Wo ist denn der jetzt? Den ich schon nicht mehr. Das macht's gefährlich. Die kommen meistens dann aus dem Nichts. Ja, schöne Dinge, Aussicht hier. Ich darf halt nur nie einen Schlag kassieren. Ich glaube, sobald ich einmal Schaden habe, bin ich halt tot. Verdammt schöne Aussicht hier. Ich fahr mal ins Dörfchen rein, mal gucken, ob ich das überlebe überhaupt. Das ist die beste Chance. Wo er nicht abkürzen kann, zumindest mal nicht so krass. Aber ich merke gerade, er hat mehr Grip in den Kurven als ich, das war nicht gut! Irgendjemand wird von uns aber noch verfolgt, oder? Weil ich habe nur den einen Cayenne dran. Ja, okay, der versucht nämlich gar keinen Angriff, der versucht nur dran zu bleiben. Jetzt kommen sie zu dir. Ja, okay. Du darfst. Damit ist das auch erledigt. Jetzt habe ich es gejinxt. Du darfst uns aber keine Tipps geben, Chris. Ich versuche es einfach so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen. Ich glaube, das ist der beste Trick. Ja, mach mal. Bleibst du unten? Im Süden? Nee, ich bin schon wieder hochgefahren. Also ich bin die ganze Zeit überall. Ich bin jetzt gleich am Spawn von uns. Okay, ja, ich bin ganz oben im Norden. Ja, ganz hoch ins Norden fahre ich nicht. Fährst du hin vom Spawn? Wahrscheinlich wieder Richtung Süden. Würde ich Richtung Spawn fahren und fahre dann wieder in die Driftzone. Das Problem ist, das Ding bremst mich halt mehr aus als ihn, wenn ich durch das Geröll fahre. Wo bist du festgenommen worden, bitte? Süden, Norden, Mitte. Mitte, also da, wo du gerade durchgefahren bist. Ja. Nein, die Felsen! Bremsen uns aus. Gas! Schaden habe ich denn eigentlich? 0,3 Motor, das merke ich direkt. Noch habe ich Power, aber der Cayenne ist halt nicht viel lang. Die Topspeed fehlt. Also die Beschleunigung ist geil. Klar, wenig Gewicht, wiegt nur 600 Kilo oder so. Und mein Fahrzeug auch. Und. Ja. Nein! Wow, der hat richtig gesessen. Scheiße, ich dachte, ich kann noch ausweichen, aber mit diesen Offroad-Reifen von dem Ding hast du auf dem Asphalt einfach gar keinen Grip. Also meine Lenkung ist tot, so viel steht fest. Und hey, bitte nicht Schreibtisch aufräumen während der Aufnahme, danke. Oder Mikro muten.
Jetzt habe ich beide Cayennes dran. Nein! Da warten sie. Durch die Lücke. Okay, hat nicht geklappt. Aua. Wieso trifft mich denn jetzt auch jeder? Wo bist Meine du? Meine Güte, ey. Beim Fischerloch. Also bei der Burg gleich. Ah, das ist ganz... Bleib mal da hinten. Bleib mal da oben. Meine Lenkung ist komplett tot. Ich habe 2 oder 3 Frontalschläge bekommen. Und meine Bremsen sind weg. Okay, ich kann nicht mehr bremsen. Die Frontbremsen sind komplett tot. RIP. Vielleicht wäre es für das Format sogar schlau, einfach die Bremskraft deutlich mehr nach hinten zu legen. Dann hat man immerhin noch die meiste Bremskraft, wenn vorne die Bremsen tot gefahren wurden. Wie lange haben wir noch? Zu lang. 6 Minuten knapp. 5 Minuten knapp, sorry. 5,5 ungefähr. Ruf mal dich, das schaffst du. Ja, das sah doch gerade schon viel besser aus. Ja, super. Ich habe nur 5 oder 6% Motor und ich habe jetzt schon 40 km/h Topspeed-Verlust. Das ist echt heftig. Wie viel PS hat denn der Bock? 300 kW kannst du ausreden, sind dann 400 PS, denke ich mal. Mhm. Das ist ein Drittel mehr ungefähr. Aber es ist schon brutal mit 3% Motor. Oh, fuck, den habe ich zu spät gesehen. Ja, Lenkung komplett tot, alles komplett tot. Oh, ich krieg die Kurve nicht. Sorry, Jungs. Ich krieg vor allem keine Bremsen mehr vorne. Ja, genau. Lol. Das Netzwerk ist aber auch komisch, glaube ich. Also mich hat es gerade irgendwie komisch krumm gebounced. Das hat auch richtig weh gemacht. Ja, das sah sogar von hier oben schmerzhaft aus. Oh Gott, mich dreht's weg. Ja, Cayenne, ey, also auf die Straße hättest du mich schon noch zurückfahren lassen können. Ich weiß, dass die keins Offroad attackieren können, aber das war jetzt super unnötig, finde ich. Ja gut, dann schick mich halt, weiß ich wohin. Also ich merke schon, also ich fahre ja nicht freiwillig so Offroad, wenn du halt keine Lenkung und keine Frontbremsen mehr hast. Aber okay, ich habe Verständnis dafür, dass die Cops jetzt auch Offroadiger mehr attackieren, weil ich halt auch mehr jetzt Offroad gefahren bin. Natürlich nicht freiwillig, aber Gleiches mit Gleichem, alles okay, dürfen sie machen. Auge um Auge? So ungefähr, ja. Wie ist dein Zustand? Da ist gar kein Weg. Da ist ja gar kein Weg. Der ist schlecht. Sind alle an mir dran. Ich habe keine Power mehr. Ich habe auch 30% Schaden. Keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Wahrscheinlich durch den einen Cayenne vorhin. Aua. Na, lässt er mich jetzt zurückfahren oder nicht? Danke. Ja, gut, dann halt nicht. Ich bin im Süden übrigens, also positioniere dich mal ganz in den Norden. Irgendwie so. Ja, ich bin... Weil ich werde das nicht mehr lange durchhalten. Bin gerade in den Klippen im Norden, also... Nördlicher geht nicht. Oh, aber mir ist gerade Cayenne voll über den Kopf gefahren. Zum Glück habe ich einen Überrollkäfig. Keine Bremsen, ey, das ist so krass. Null Bremsen, null Lenkung. Das ist echt schwierig, auf der Straße zu bleiben. Ja, aber du musst gut Zeit runter. Ja, das ist auch mein Ziel, weil überleben werde ich es nicht, über kurz oder lang. Wie lang ist es denn noch? Oh Gott, in die Haarnadel, das werde ich nicht schaffen. Niemals werde ich das schaffen. 3 Minuten sein ungefähr. Aua.
Hä, wo habe ich jetzt den Schaden? Okay, ich habe nochmal 10% extra Schaden bekommen. Also ich glaube, es ist echt zum Teil seitliche Treffer tun dem auch ganz schön weh. Ist das Gefühl. Bleibst du im Süden, ja, ne? Ja. Ja gut, ich habe bloß auch keine andere Wahl, daher wegzukommen, wenn ich ehrlich bin. Komm rum jetzt. Ich kann fast nicht mehr lenken. Das ist so, ich muss so gefühlt meinen Controller fast schon aus den Fugen reißen, dass ich überhaupt um die Kurve komme. Gleich Overtime, also du hast es gleich überlebt sogar. Sein, du wirst halt verfolgt, natürlich. Nö, aktuell genieße ich hier die schöne Winterlandschaft. Oh Gott, ich krieg die Kurven halt nicht mehr. Alter, das ist so ekelhaft zu fahren. Aufhängen kaputt, alles kaputt. Vor allem, das ist so snapartig. Manchmal lenkt er dann auf einmal so ein, wie wenn er so eine Hinterachslenkung hat. Das fühlt sich manchmal an. Also ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen Cops schon frustriert sind, wie ich fahre oder wie das aussieht aus deren Sicht. Aber ich kann halt, nicht viel machen. Und ich glaube, das Netzwerk ist auch nicht ganz optimal heute. Deswegen sorry an die Cops. Oh. Ey, das ist so kacke. Ja, jetzt bremse ich mich selber aus, aber ist ja auch nur Fair Play. Ja, okay. Ja, überlebst das doch noch, wa? Also du hast überlebt übrigens, ne, wenn du keine Verfolgung hast. Overtime schon fertig, ja? Ja, was heißt fertig? Also, wenn du nicht verfolgt wirst und sie fängt an. Jetzt noch, ob du verfolgt wirst. Ich hab jetzt gleich 50% Motor, ey. Nur 5 Minuten. Oh, hab ich wieder Scheiße, ne? Ich kann nicht mal mehr ausweichen, ey. Du fährst den Fokus, ne? Ja. Nee, du bist safe. Oh Gott, warum fahre ich hier hin? Hier sind so viele Bäume. Die werden mich alle zerstören. Aua, 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 aua. Alter, das ist so nervig, ey. Geht weg! Nein, die wollen mich die Klippe runterjagen, glaube ich. Da habe ich keinen Bock zu. Lass das. Nein, Verkehr. Oh, scheiß Verkehr. Also heute nehme ich den Verkehr aber zielgerecht mit, muss ich sagen. Komm, du überlebst das auch noch. Ah, das glaube ich nicht. Nicht, wenn sie es drauf anlegen. Wie viel Motorschaden? Über 50. Jetzt versuchen sie mich auszubremsen. Ich weiche mal aus. Gut, dass ich so große Räder habe. Ich glaube, die... Wow. Ich komme nicht durch dieses scheiß Dings durch. Uah, gerade noch ausgewichen. Alter, so langsam habe ich jetzt jede Mauer, die hier ist, zerstört. Oh. Komm, lass mich zurück auf die Straße, danke. Boah Gott, das war knapp. ...62, Alter. Das tut richtig weh. Die Stimmung bei den Cops ist jetzt bestimmt brillant. Ja, es ist halt schwierig gegen den Buggy, weil der... Oh Gott, ich krieg die Kurve nicht, aua. Oh, jetzt haben sie mir ja gut aber eingekesselt hier. Aua, 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 aua. Ah, es ging nur auf die Reifen zum Glück. Die müssen schon längst kaputt gegangen sein oder die Felgen oder so. Ja, wenn sie... Die lassen mich aber auch gar nicht mehr auf die Straße zurück, ne? Also, selbst wenn ich es wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Sorry. Ich wollte da eigentlich nicht hin.
Hey, du bist aus dem Status, wo du dir aussuchen kannst, wo du langfährst, raus. Starthilfe. Aua, Cayenne landet auf mir. Aua. Ja, der Buggy ist halt echt, glaube ich, ein bisschen buggy zum Teil, was die Kollisionsabfrage betrifft. Aua. Oh Gott. Aua. Oh, das hat weh. 84. Okay, jetzt ist gleich fertig. Jetzt noch 0,9, dann ist fertig. Noch ein Schlag, dann bin ich raus. Ja, jetzt bin ich raus. Ja. Wie lange wäre noch Overtime gewesen? 30 Sekunden. Oh. Also ich habe noch ziemlich lang durchgehalten. Ja, ist egal. Also, ich hätte eh irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, dadurch, dass ich so oft so krass abgeflogen bin. Das, wie gesagt, war keine Absicht. Ich wollte nicht so krass abkürzen oder so. Nur manchmal war das so, dass die Lenkung gar nicht funktioniert. Manchmal hat sie funktioniert und dann halt keine Bremsen, keine Lenkung. Also, sorry an die Cops. Das war bestimmt ziemlich frustrierend. Aber auch irgendwie lustig. Man muss es mit Humor nehmen, auf jeden Fall. Sie haben mich ja jetzt bekommen durch konsequent in den Arsch fahren. Es tut weh, ja. Gut, das soll es aber gewesen sein mit dieser Special-Ausgabe. Ich hoffe, sie hat gefallen. Ich wünsche auf jeden Fall ein schönes Restwochenende. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Also die drei, die es jetzt zumindest mal hören. Die anderen, die es nicht hören. Dankeschön auch. Und dann bis denne. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.